Bonjour, merci, dass ihr das Rüdling TV im Kanal guckt. Ihr könnt es sein, dann auch dauernd auf meiner Homepage www.dasrüdling.lu gesehen und lauschen. Das Sendung muss ich mit dem Sonnenbrill abholen, weil ich von 3D mit dem großen Star operiert gauf und nach nicht an die Scheinwerfer gucken darf. Ich entschuldige mich also für diese Abmachung. An meiner Emission von der letzten Woche hatte ich informiert über die Manöveren von ein paar Frauen und einem Mann, die Koordinatoren von politischen Fraktionen am Wirtschafts- und Währungsausschuss vom Europäischen Parlament sind, für die Audition von Herrn Yves Mersch als Kandidat für den Direktor an der Europäischen Zentralbank nicht aufzuhalten, ob schon sie selber das Edition ab den 10. September schon am Juli festgelöst hatten. Dafür konnte Plenär den 13. September zu Straßburg nicht über die Nomination von Herrn Mersch aufstimmen, wie das an der Origin geplant war. Offiziellen Hauptgrund von den sozialistischen, liberalen, agringen Einpeitscher von diesem Manöver war, denn Herr Mersch wie keine Frau. Sie wollten eine Kandidatin, weil es seit anderthalb Jahren keine Frau mehr an dem Direktor gibt. Ist also dafür nur eine Frau proposiert gehen. Ich hatte letzte Woche schon hier an dieser Sendung darauf hingewiesen, dass seit die Österreicherin den Board von der EZB verlost hat, drei Männer an der Zwischenzeit an dem Gremium genannt wurden, ein Belsch, ein Deutschen und ein Franzos, ohne dass das selbst der Name der Großverfechter von der Frauenkurs damals den Berg abgemacht hatten. Mein deutscher Kollege Werner Langen von Koblenz aus meiner Fraktion, den das Manöver von einer Handvoll von Koordinatoren auch heftig kritisiert hat, so mir schon zu Straßburg den 10. September am Rand von der Sitzung, dass das Froh von den Frauen nicht mehr eine Vierwand wird. Handelt dem ganzen Stingen politisch Motive. Wie Rechtchen hat, dafür hat der Feierkorb vom 14. September einen eklatanten Beweis geliefert. Der muss wissen, von den 6 Lützebuer Europadeputierten hat schon nicht mehr die geringen Turmes sich nicht für den Yves Mersch angesagt. Interessant ist, an das der Notoriété publique, dass ein Mannerbichter vom deputierten Turmes auch Madhäbischter vom Feierkropas, wo hier praktisch alle Woche über die Lützebuer Kollegen herfallen kann, da das schon nicht der flotzte Stil von ihnen ist, aber die Madhäbischter hat aber nur richtig die Katze aus dem Sack gelöst. Sie, die Gring, wollen den Herrn Mersch nicht, weil sie gerne eine Frau hätten, sondern weil sie einen schlimmen neoliberalen Ansingerperson gesehen, den als Chef von der Lützebuer Zentralbank für die Verbesserung von der Konkurrenzfähigkeit von der Betriebe an unserer Wirtschaft getraut hat, für mehr Flexibilität und mehr Arbeitsmarkt, für Lohnmäßigung, für eine Reform von der Arbeitslosenversicherung und die Aufschaffung vom Index. Es gibt dem Yves Mersch auch nach vier geworfen, hier wie gegen Eurobonds und gegen mehr Abkommensquellen über eine Finanztransaktionssteuer. Die schriftlichen Antworten ob ein froher Katalog vom Wirtschafts- und Währungsausschuss am Vielfeld von der mündlichen Audition, die den Herrn Mersch diesem Ausschuss mit August zukommen gelöst wird, die gibt von geringer Seite als neoliberales Pamphlet bezeichnet.
Es ist also evident, dass zwischen dem geringen Koordinator, das ist ein Deutscher, Giegold, an dem deputierten Turmes eng eng Zusammenarbeit stattfindet, für die Kandidatur vom Yves Miersch zu demontieren. Wir wissen, wo die Kommande herkleidet, bei denen, die hier manövrieren gegen den Lützebäuer Kandidat als eine freundliche Aktion tarnen. Haben hat angeblich große Prinzipien, die ganz andere Interessen. Wie geht es weiter? Der 19. September zu Brüssel hat die britische Präsidentin vom Wirtschafts- und Währungsausschuss wieder auf präzise Fragen von meinem deutschen Kollegen Werner Langen auf von mir geantwortet und sie hat weiter rumgeeiert. Sie ging die Audition festlegen, so zu, wann und dann ging mir Sachen an der Reihe wären. Ob mein froh, was für ein Sachen da müssten an der Reihe sein, konnte ich auch kein klare Antwort. Den 13. September hat aber zu Straßburg der sozialistische Präsident vom Europäischen Parlament, Herr Martin Schulz, während der Konferenz des Präsidenten Teft an die Hand geholt, für sicherzustellen, dass das Parlament sein Avis zu der Kandidatur Miersch endlich aufgeht. Der muss nämlich wissen, dass der Platz seit Ende Mai am Direktor von der EZB, wo es nämlich 6 Leute gibt, nicht mehr besagt ist. Die Tagesordnung von der Oktoberplenäre vom Europäischen Parlament zu Straßburg die steht noch ab. Ein Briefwechsel zwischen dem Präsident vom Parlament und dem Präsident von Rompuy, die sollen das ganz in die Rolle bringen und endlich Blockad ablesen. Pardon. Der Präsident vom Conseil, von der Chef d'État am Gouvernement, geht sich erwehrt, und nicht mehr den Herr Juncker als Präsident vom Eurogroup, der soll dem Europäischen Parlament schriftlich versichern, dass an der Zukunft auch freie Kandidaten für wichtige Posten an der EZB, aber auch an anderen europäischen Institutionen gingen vorgeschlagen. Wir müssen hoffen, dass der Van Rompuy sich sehr eine brillante Antwort abfallen lässt, für das die Audition vom Yves Miersch endlich stattfinden kann. Schließlich tagt ein Ausschuss, Wirtschafts- und Währungsausschuss, an dem ich voll Mitglied bin, oft genug an den nächsten Wochen, für so eine Audition zu organisieren. Wir haben also massig Zeit für frühestens den 23. Oktober und spätestens den 26. Oktober am Plenum zu Straßburg Eisen AV aufzustimmen. Schließlich wird das Parlament nicht mehr eine Konsultativrolle an dieser ganzen Affäre. Der Conseil von den Staats- und Regierungschefen kann mit Eisen AV machen, was er will. Da der Leng weist, wie lächerlich den Abstand von ein paar vielleicht geschickten, ich weiß nicht, Europa-Deputierten wäre, hoffentlich kriegt lo diesen Zirkus endlich ein Ende. Ich werde euch natürlich weiter über die ganze Krimi berichten. Das wäre es für heute. Eddie, bis geschwind.